Hallo, meine Lieben. Heute geht es um 10 Jungsnamen, die es bei uns nicht geworden sind. Und am Ende gibt es die Begründung, warum unser kleiner Sohnemann Benetton heißt. Viel Spaß! Ich denke, alle Eltern bauen sich vor der Namenswahl eine Liste auf, wo alle Namen draufstehen, die in Frage kommen würden. Und auch das haben wir gemacht. Wir haben jetzt ziemlich lang für den Namen gebraucht. Unser Baby war 3 Monate unterwegs und wir haben auch bis zum letzten Tag gebraucht, den Namen auszuwählen. Der Name stand relativ lange auf der Liste und auch relativ früh schon. Aber wir haben uns einfach nicht entschieden, weil die anderen Namen so wunderschön waren. Ja, und heute erzähle ich euch einfach mal meine Liste, also die 10 Jungsnamen, die es nicht geworden sind. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mit dem ersten Namen. Der erste Name ist Levi. Das ist ja bei uns der Bausatzname und war für mich auch anfangs der perfekte Name für unser Baby. Aber ich wollte dann am Ende doch nicht mehr, dass er den gleichen Namen trägt wie der Bausatz. Nummer 2 ist Milo. Milo fand ich richtig, richtig schön, finde ich schon immer schön. Das war damals bei Mel auch schon der Hit. Und ja, also Milo wird auch schon, wird immer noch sehr lange auf meiner Liste stehen für Jungsnamen, weil ich diesen Namen auch wunderschön finde. Man kann ihn ja verschieden schreiben. Platz 3, also nicht Platz 3, aber der dritte Name, ist der, fast der gleiche wie der erste, und zwar Levio. Finde ich total schön, aber mich hat es halt auch wieder gestört, dass das Levi halt da so mit drin ist. Der vierte Name ist Lane. Lane, ist ein wunderschöner Name, der kam, glaube ich, von Felix. Und ist für mich aber ein bisschen zu mädchenhaft, finde ich. Also ist irgendwie meine Meinung. Irgendwie Lane ist so Mädchen irgendwie. Aber ich finde ihn wunderschön, weil ich mag diese ausgeschmückten, kurzen Namen. Ich finde das total schön. Und Lane ist so kurz, aber er sagt viel aus. Ja, der fünfte Name und damit schon die Halbzeit ist ein Name, der sehr, sehr lange auf der Liste stand. Und ihr wisst ja jetzt schon den Namen von unserem Baby. Und er hört sich aber fast genauso an. Und deswegen war er auch eigentlich so lange auf der Liste und so lange eigentlich der Name für unser Baby. Und zwar ist es Bandit. Bandit haben wir von unserem lieben Larry gehört, von meiner Freundin. Sie hat gesagt, ja, hey, wie wär's mit Bandit? Und ich fand es total schön. Der Name ist einfach total eins mit mir, aber mich hat es gestört, dass ich diese letzten 3 Buchstaben, also D, T und DIT. Jetzt kommen 3 Namen, die von Felix waren, was ich auch super toll finde und die Namen finde ich auch echt wunderschön. Der sechste Name ist Lester. Lester ist ein richtig toller Name, finde ich. Das ist so richtig cool und so richtig, weiß ich nicht, so amerikanisch irgendwie. Lester, total cool, aber das Problem einfach war, dass das hört sich so an wie Lästern, wisst ihr? Also Lästern. Die nächsten beiden Namen hören sich relativ gleich an. Und zwar ist der nächste Name Nylon. Nylon finde ich total schön, weil er außergewöhnlich ist. Und weil er irgendwie so Nylon ist so begabt, hört sich da so Nylon so klein und trotzdem groß irgendwie, finde ich. Also auch total schöner Name. Und der nächste ist Nyles, also Nylon mit S einfach. Total schön, aber der hat mich an eine Person erinnert, die Linus heißt. Und ja, ich wollte halt keinen Namen, der mich irgendwie an eine Person erinnert. Die letzten beiden Namen hören sich mal wieder total gleich an, weil sie einfach nur einen Buchstaben ausgewechselt haben. Und zwar ist der neunte Name Lunis. Lunis ist ein wunderschöner Name, habe ich schon sehr oft gehört und war auch sehr lange auf der Liste und sehr früh einfach. Ich habe auch schon eine Schnullerkette mit Lunis bestellt und ja, war ein Favorite-Name von uns und ich glaube auch Platz 2 bei den Namen, also total toller Name. Und ja, wir haben ihn einfach nicht genommen, weil er für mich einfach nicht am Ende nicht mehr in Frage kam. Also wir haben einfach lange drüber nachgedacht und am Ende war es einfach nicht mehr der Name. Dann habe ich nach Schnullerketten gesucht und der zehnte Name ist Eunice. Und Eunice habe ich gefunden bei der lieben NJ. Und zwar ist das die Dame, die unsere Schnullerkette für Mel gemacht hat und jetzt auch für Benetton.
Und sie ist auch in der Infobox verlinkt übrigens. Ja, und Younes war bei ihr als Schnullerkette schon mal gemacht. Und sie hat wohl schon mal ein Kind gehabt, was Younes heißt. Und hat halt die Schnullerkette an das Kind verkauft. Also an die Mama dann bestimmt. Und Younes fand ich wunderschön. Younes war so weich und einfach wunderschön. Ja, meine Lieben, das war's auch schon. Das waren unsere 10 Jungsnamen, die es nicht geworden sind. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und ihr habt vielleicht ein paar Inspirationen jetzt bekommen. Ich möchte keinen der Namen für mich beanspruchen. Also ihr könnt alle Namen gern verwenden, wenn ihr mögt. Ich ja, freue mich immer sehr, wenn ich euch helfen konnte. Mein Lieblingsname ist der Name von meinem Sohn natürlich, Benetton. Und mein zweiter Lieblingsname ist Younes. Jetzt wisst ihr meine Favorite-Jungs-Namen. Und jetzt geht es noch darum, wie wir eigentlich zu Benetton gekommen sind. Also ich habe lange überlegt und irgendwann kam mir der Name Bennett. Und ich habe die Fotos angeguckt von meinem Baby, als er noch nicht hier war und habe so gedacht, okay, Bennett, das passt schon gut. Das ist ein wirklich toller Name, das passt gut. Dann hat aber meine Schwester gesagt, also die hat schon vorher gesagt, sie möchte bitte ihr Kind später Bennett nennen. Also ihr echtes Kind möchte sie später Bennett nennen. Und deswegen war von vornherein klar für mich, okay, mein Kind wird nicht Bennett heißen. Ich fand das aber so schade, weil ich diesen Namen so perfekt für meinen Sohn fand, dass ich ihn umfunktioniert habe. Zuerst in Bandit durch unsere liebe Larry und am Schluss dann durch die Marke Benetton zu Benetton. Ich habe das einfach so wie so ein Blitz einfach wie bei Mel einfach so an Benetton gedacht und dachte mir einfach, das ist der Name. Es ist zwar eine Marke und ich kenne die Marke und ich glaube viele, die Babys haben von euch, kennen die Marke. Aber es ist für mich egal gewesen. Also irgendwie, ich finde den Namen einfach so wunderschön. Benetton, das passt auch so gut zu ihm. Das ist nicht Bennett, sondern das ist Benetton. Und das ist dann noch was anderes als Bennett, obwohl schon, es ist schon ziemlich gleich. Aber Benetton ist einfach irgendwie auch was anderes, weil er hat noch was als Zweites. Er hat noch was dazu. Irgendwann was fehlte bei Benetton. Ey, bei Bennett. Also bei Benetton, bei Bennett fehlte mir irgendwas. Und deswegen hätte, wenn er nur Benetton gehießen hätte, hätte er auch noch einen Zweitnamen bekommen. Aber das hat halt Benetton halt gelöst. Also es ist halt dieses, was mir noch gefehlt hat bei Bennett. Und damit war es auch mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe nicht zu viel gelabert und konnte euch eventuell helfen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal.